Willkommen zum Chassis Magazin 165. Diese Ausgabe hat gleich 5 Top-Turniere. Das Superturnier im niederländischen Wijk aan Zee, das von Weltmeister Magnus Carlsen gewonnen werden konnte. Da gibt es auch Videos von Daniel King zur Partie des Tages, zu allen Runden, wie auch zu Baden-Baden. Daniel King war wirklich wieder sehr fleißig. Und zu Wijk auch noch mehrere Partievideos von Rustam Kasimchanov. Dann Gibraltar, wo Nakamura gewinnen konnte, der auch eine kommentierte Partie zu diesem CWM beigesteuert hat. Weiterhin Vitugov und Yifan Hu, die Frauenweltmeisterin. In Baden-Baden konnte sich Weltmeister Magnus Carlsen nach Stichkampf und Armageddon-Partie gegen Arkadi Neidic durchsetzen. In Zürich siegte Nakamura nach Armageddon-Partie gegen Anand. Die Turnierveranstalter legen also jetzt Wert darauf, dass es immer einen Sieger dann gibt. Und schließlich beim dritten FIDE Grand Prix in Tiflis konnte sich Außenseiter Jewgeni Tomaszewski, die Nummer 10 der Setzliste, mit 8 aus 11 durchsetzen und führt jetzt auch den Grand Prix-Zyklus an. Ja, nun kurz zu Wijk, wo auch Wesley So sehr gut spielen konnte. Der hat eine kommentierte Partie gegen Levon Aronjan beigesteuert. Wie üblich musste ich wegen der Platzknappheit hier des Videoformats so gut wie alle Kommentare löschen. Aronjan beging hier einen Fehler. Er hätte Springer D7 machen sollen. Wie konnte Wesley So das ausnutzen mit Weiß am Zug? Läufer H5 und nach FG6 hilft Weiß jetzt, dass der Läufer C8 mit Schach hängt, sodass Wesley So eine Figur gewann und die Mehrfigur dann sich auf lange Sicht durchsetzte. Ja, aus Gibraltar hat Yifan Hu eine Partie ausführlich kommentiert gegen Richard Rapport. Es ist ja hier ein taktisches Scharmützel entstanden. Der junge Ungar schlägt ja eine sehr scharfe Klinge. Warum spielte er hier nicht Dame schlägt E6? Erste Frage. Das läuft in das von der Frauenweltmeisterin präparierte Springer F4, schlägt und Dame H1. Diagonale Damenrückzüge werden ja von Menschen am häufigsten übersehen und lassen oft einen starken ästhetischen Eindruck. Und jetzt hängt bei Schwarz zu viel, sodass Weiß entscheidend Material gewinnt. Daher spielt der Rapport Turm schlägt E6. Aber nach Dame F7 entschied er sich nicht richtig. Was soll Schwarz nun machen? Läufer F6. Und nach D5 Springer D4 die Dame opfern. Und danach ist die Lage nicht klar. Vermutlich sollte sich Schwarz hier halten können. Ja, meint Yifan Hu, und das ist auch sehr plausibel. Nach Springer D5 hat Schwarz dagegen keine ausreichende Kompensation für die geopferte Figur wegen Dame F8. Nebst Dame C5 Schach und ja, sie setzte sich dann durch. Gut. Dann zu den Eröffnungsbeiträgen. Es gibt 11 Beiträge mit 2 neuen Autoren, dem indischen IM Sagar Shah und dem deutsch-griechischen IM Georgios Souleidis. Er behandelt schwarze Doppel-Fianchetto-Systeme gegen D4. Das geht natürlich nicht immer. Es ist ein bisschen zugfolgeabhängig, aber immerhin hat es sogar hier Magnus Carlsen gewählt gegen Levon Aronjan beim Sinkefield Cup letztes Jahr. Ja, hier ging es nun. Wichtig ist, dass Weiß nicht G3 Läufer G2 spielen kann und Schwarz dann die Diagonale verschließen muss. Das war hier aber nicht der Fall. Schwarz war ja schnell genug, hat nun seine angestrebte Doppel-Fianchetto-Aufstellung eingenommen.
Und es ist offenbar gar nicht ganz so einfach für Weiß, etwas dagegen herauszuholen. Jedenfalls hier gelang es Levon Aronia nicht so richtig. Hier ist natürlich wichtig Springer E4. Wenn Weiß zu E4 umsonst käme, hätte er zu viel Raumvorteil. Aber nach Springer E4 ist es fast ausgeglichen. Und Schwarz hatte seine Ziele erreicht. Noch Alexander Donchenko, Robin van Kampen. Das hält Solides für kritischer. Ja, wenn jetzt hier G3 käme, dann wäre es ein bisschen problematisch. Dann müsste man ja nach B6 Läufer G2 die Diagonale schließen. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Es soll ja Läufer B7 kommen. Das wäre ein kleines Zufolgeproblem. Aber in der Partie folgt der Springer F3. Und dann kann Schwarz in das Doppel-Vierenschatto übergehen. Hat seine angestrebte Aufstellung. Und D5 wird auch von Solides für kritischer gehalten. Und dann entsteht hier eine wichtige Stellung. Und nach Läufer E3 verweist er auch auf C6 und sieht nicht unbedingt Wege zu weißem Vorteil. Aber es bleibt natürlich alles ein bisschen Geschmackssache. In jedem Fall ein interessantes System für Schwarz gegen D4. Robert Riss betrachtet den beschleunigten Drachen, der hier in Hector Riss natürlich immer eine sehr ungewöhnliche Zugfolge entsteht. Also normalerweise geht es natürlich über die normale sizilianische Zugfolge. Kein Marocci, sondern Springer C3. Und dann entsteht gleich eine der Hauptstellungen des beschleunigten Drachen. Ja. Schwarz hat hier sicherlich viele Möglichkeiten, unter anderem D6 oder sogar A5. Aber das Thema von Robert Riss' Artikel ist D5. Das kann allerdings nicht so ganz korrekt sein, meint auch er. Aber als Überraschungswaffe sicherlich nicht ungefährlich. Ja. Weiß muss jetzt E schlägt D5 machen. Nach Hectors Läufer D5, Springer G4 steht schon eher Schwarz besser. Und Riss stand besser und hielt dann sehr locker Remis in Kopenhagen 2014. Kritischer ist sicherlich E schlägt D5, wie er hier in Kulaots Schirov. Immerhin hat er ein so starker Spieler wie Alexei Schirov das in der finnischen Mannschaftsmeisterschaft angewandt. Schwarz hat gewisse Initiative und das Läuferpaar als Kompensation für den Bauern. Aber ob das wirklich ganz ausreicht, ist ein bisschen zweifelhaft. Und hier hält Riss jetzt D6 für kritisch und meint, dass Weiß dann etwas besser steht. Und nach der Alternative Läufer C8 kann Weiß einfach so spielen und auf seinen Druck auf den schwarzen Feldern setzen. Ja, sodass ich auch glaube, dass D5 objektiv nicht ganz genügend Kompensation verspricht, aber als Überraschungswaffe durchaus in Frage kommen kann. Schließlich noch der Beitrag des indischen internationalen Meisters Sagar Shah. Eine Waffe mit Schwarz gegen Englisch mit 2 ins G3. Und zwar hier H6. Da müsste man natürlich tiefer einsteigen. Auf den ersten Blick sieht es natürlich aus wie ein Tempoverlust. Aber es hat eine ganze Reihe Ideen, die Shah auch erläutert. Das Feld G5 ist ja wichtig. Und unter anderem gegen Springer F3 sieht man sofort einen gigantischen Vorteil. Springer G5 geht jetzt nicht. Schwarz kann direkt weiter nachlegen. Ja, und Weiß müsste sich jetzt hier sehr genau auskennen und zu Springer C3 greifen. Was aber nicht so einfach ist, wenn man es nicht genau kennt. Denn in der Partie Giffard-Bricard Montpellier 2005 stand Schwarz hier bereits besser und setzte seine Initiative dann auch in einen schnellen Sieg um. Bei den Kolumnen behandelt Simon Williams in seiner Move-by-Move-Rubrik, die er ja von Daniel King schon im letzten Chessis-Magazin übernommen hat, die Partie Caruana-Vachier-Lagrave, welche auch im traditionellen Format von Vachier-Lagrave kommentiert vorliegt. Aber das interaktive Trainingsformat ist natürlich schon nochmal was ganz Besonderes und Sie sollten wirklich alle Fragen erstmal selbst durchdenken und
beantworten, bevor sich dann die Lösungen ansehen. Die Eröffnung war ein sizilianischer englischer Angriff. Da ist der Engländer Simon Williams natürlich auch direkt als Spezialist gefragt. In der Strategie-Rubrik von Dojan Rogozenko geht es um das Verwerten eines positionellen Vorteils. Und da finde ich mal besonders gut, wie der Bundestrainer die Klassiker mit der Moderne verbindet. Bogoljubow, Aljechin, Weltmeisterschaft 1934. Was spielte Alexander Aljechin hier mit Schwarz am Zug, um seinen Vorteil weiter zu vergrößern? A4. Das legt den A3 als zweite Schwäche fest, schafft ein Vorpostenfeld auf B3. Und wenn Weiß sich dem A4 nähert, dann wird seine anfällige Königsstellung oft ein wichtiges Thema sein. Das ist ja überhaupt ein wichtiger Aspekt des Schachs. Sie sollten ja in der Lage sein, auch dieses technische Schach gut spielen zu können, positionelle Vorteile dann auch umsetzen zu können. Studieren Sie also diesen Artikel nochmal genau. Das kann auf keinen Fall schaden. Bei Oliver Reh geht es um Mattangriffe mit und ohne Damen. Na gut, Mattangriffe sind natürlich mit das A und O vom Schach und von taktischer Kunstfertigkeit. Kramling-Plotkin aus Gibraltar ist diese Stellung. Da hätte Weiß Turm A2 spielen sollen, um das schwarze Angriffspotenzial potenziell zu reduzieren. Nach Dame C2 ging es dagegen nach hinten los. Und rechnen Sie das ruhig schon mal alles durch. Die Lösung ist dann auf der DVD in Oliver Rehs Taktik-Kolumne. Hier sei noch verraten, dass Turm A3 gewinnt, egal ob jetzt König G2 oder König H4 kommt, aber rechnen Sie das ruhig alles selber durch. Nur dadurch schärfen Sie Ihr taktisches Auge wirklich. Die Lösungen sind, wie gesagt, auf der DVD in der Taktikrubrik. Und last not least, die Eröffnungsfallen. Neuerdings sind hat Rainer Knaak ja stets mehrere ausgewählt, diesmal fünf. Ich habe davon wiederum eine ausgewählt, Berzin Svechnikov, Keres Gedenkturnier Schnellschach 2015. Ja, die Falle entsteht hier, Springer C3, Sizilianer und noch zusätzlich Läufer B5. Und jetzt ist Springer schlägt D4 ein beliebter Fehlgriff. Wie kann Schwarz hier nachlegen und bereits deutlich in Vorteil kommen? Die Lösung ist auf der DVD in Rainer Knaaks Fallenrubrik. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Chessbiz Magazin 165.